Hi, willkommen zurück zu Alan Wake. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. So ganz ohne Taschenlampe, ohne Gewehre. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Schon wieder. Boah, also. Oh. Aber jetzt haben wir ein Flashlight. Das ist schon mal. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite könnte jetzt wieder eine Sache kommen, die wir uns wehren müssen. Das hat ja vorher schon allein spielmechanisch nicht gegangen, weil man nichts hatte. Also waren wir da ja quasi einigermaßen sicher. Ich war's mal gestrüppt, glaube ich jetzt schon wieder. Okay, alles klar, alles klar, alles gut. Komm, lad auf. So. Ach du Scheiße. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Wirklich? RB to throw a Flashbang, rechter Button, okay, alles klar, also wie die Flares quasi. Sorry, die antwortet Kenner. Und gleich werden wir die wohl werfen müssen. Wow. Nice. Ich will nur mal kurz gucken, ob hier eventuell Manuskriptseite rumfliegt. Sieht mal nicht so aus. Jetzt rein mir, wo ich bin. Fuck. Nein, 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 nein! Moment, okay, okay. Hier bin ich. Wow. Das war Teil vom Auto. 4. Wohin, wohin, wohin? Oh, nein! Deputy? Ich würde sagen, ich nehme die Beine in die Hand. Hallo Licht, hallo Licht. Komm ich gerne ins Licht. Pick-up Batteries. Nehme ich gerne. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door, and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Okay, es kommt auch schon im Radio. Aber das passiert bei denen wahrscheinlich allzu oft, dass... Oh, nö, 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 nö. Einfach nur gucken, ob hier irgendwas ist. Wahrscheinlich ist das schon zu viel außerhalb der regulären Wege.
Mal wieder ins Licht. Okay, nochmal Ausruhe. Ah, Jenny, Musik, nichtssagend, plätschert einfach so ein bisschen. Kann nichts passieren. Komm ich hierher? Ja, so ungefähr. Nur noch 5 Flashbangs. Komm. Noch 3. Nicht gut. Oh shit, fuck. Wo? Hin? Ach du hinne. Wahrscheinlich hier rum. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach Mist. Verdammt. Ich hab gedacht, es wird noch reichen. Gut, vielleicht sollte man einfach nur. Seite steche. Okay. Nein, geh. Gehen Sie, Mr. Wake. Kannst du hier rennen. Sie irgendwas? Nur 3, okay. In dem Fall müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Binsenlichter. Bin ich doch gerade mal gut. Das war knapp. Oh. Radio ist der. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, 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 das war falsch. Oh fuck. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Das war gerade rechtzeitig, muss ich doch sagen. Eieieiei. Sofort. Hier ist Licht. Ah, okay. Ist Talk to Pat Main. Gut, wer immer das auch ist. Das könnte der alte Kerl sein, der uns da auf der Fähre angesprochen hat. Der Radiomoderator, oder?
Night Owl, ja, das ist der wahrscheinlich. Hat mich schon gesehen. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Oh, nö. You back away from me! Don't hurt! Whoa, everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Was zur Hölle? What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Och nö. Ich so many cliffs, it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. So ein Fuck, ey, dieser FBI-Agent, der ist. Ah. Wenn es witzig ist, wie uns immer. Den Namen von anderer Horrorautor oder von anderer Schriftsteller gibt. H.P. Lovecraft, da lese ich gerade Bücher von dem. Ziemlich interessant. Oh, cool. Bezug. Okay. Nightingale in the radio station. Stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Okay, der hat ziemlich ernsthafte Probleme. Aber so ziemlich. Okay, wie schieße ich nochmal die Flare? Ah ne, die mache ich am rechten Button, glaube ich. Holy shit, fuck. Ich mag das nicht, wenn sich das wieder so. Nö. Oh ne, von aller Seite. Nein! Ey, hallo? Ich wollte eure Flare zünde. Wieso geht das nicht? Können wir noch in die Guard? I had fallen off so many cliffs, it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cop. Ja, yes, da haben wir ja schon gesehen, trotzdem mal. Anwähle. Okay, am besten rennen wir diesmal gleich zu dem Generator. Hier ist Licht. Oh, Shotgun Ammo. Okay. Jetzt wird's so langsam wieder ernst. Alles gut hier oder ist hier noch irgendwas? Schweine.
Sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Was hat er gelabert? Keine Ahnung. Irgendwas von einer Company, die irgendwas Falle gelost hat, Laie gelost hat, was auch immer. Hab ich mir überhaupt angeschaut, keine Ahnung. Hier sehe ich was blinke. Checkpoint reached. Fuck! Oh ne, das da war. Das bin immer noch tot! Ja, jetzt aber. Das war nix. Heieieiei. Kann ich schnell? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Okay. Okay. Das funktioniert also nicht so ganz. Ich habe eigentlich gedacht, dass das relativ gut funktioniert, aber okay. Irgendwie habe ich gerade überhaupt keinen Plan. Vielleicht machen wir es erstmal das Ding an. Vielleicht ist das besser. Muss diese Richtung jetzt denn hier hin? Wahrscheinlich muss ich da jetzt drin, aber wie? Ach guck mal, da ist noch was. Ah, guck mal hier. Hier könnte es weitergehen. Warte mal, wo leuchtest du hin, wenn ich die hier hindurch locke? Ja, ist recht. Oder auch nicht. Ja. Versuche einfach mal. Oh, nö. Oh, super. Also hier habe ich gerade
ein paar Probleme, deshalb würde ich sagen, machen wir einfach mal Cut. Mit frischem Kopf geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin dann. Bye bye.